Doch. Hat geklappt. Ups. Dissolve Vertices. Warum nimmt er denn alle weg? Verstehe ich gar nicht. Der muss die doch hier behalten, bitte. Das gibt's doch wohl nicht. Ach, und die merge da wieder nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier ein offenes Mesh. Nee, das ist alles doof. Also so können wir das auch nicht machen. Wie machen wir das? Komme ich hier noch retour? Nee, fu. Limited Dissolve. Hallo? Hallo? Dissolve Vertices? Who? Dissolve. Oh nein! Ist der gar nicht verbunden hier? Ist der doch. Wenn man mal was schaffen will. Huch. Vertices. So, machen wir es lieber so, dann haben wir es nochmal richtig. Vertices. So, zip, zip, zip. Alles wieder, alle Baustellen wieder repariert. Puh, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich bin gerade ein wenig überfragt, um ehrlich zu sein. Wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Derweil smooth ich das hier mal. Was sehr geil aussieht im Übrigen. Puh. So, jetzt ist besser. Steuerung R wäre das, glaube ich, gewesen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Die Normals. Ja, bisher sieht es aus wie ein komischer Kopfhörer aus Korea. Für dieses Mannequin hier. Aber es soll mal, wenn es fertig ist, vielleicht was Großartiges werden. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie das am günstigsten zu lösen ist. Weil der zerruppt mir hier alles, wenn ich das so mache. Ich müsste das quasi an der Stelle trennen. Na? Das dann hochziehen. Im Grunde hoch. Quasi so hier. Das dann einzeln bearbeiten. Und dann das Ganze so machen, wie ich mir das gedüngt hätte. Das wäre jetzt quasi so hier wäre zu dem hin. Dann müsste ich hier aber wieder ein Edge Loop rein. Also es ist, wie man es macht, ist es eigentlich, außer wir arbeiten mit Triangles. Es ginge natürlich auch, warte mal, der müsste auf halbe Höhe so. Könnte der gerade dorthin? Ja, das ist halt, wenn man mit Hand was baut, ne? Dann also so sozusagen Freihand. So, dann ist das schon wirklich ein bisschen was anderes. So, und was ich mir halt gedacht habe, ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz so rüberkommt, dass man das quasi so macht. So wollte ich das irgendwie in der Richtung haben. Also es müsste natürlich dann noch länger raus, ist klar. Der hier hinten ist gerade. Gerade auf... Und gerade auf Z. Was natürlich jetzt ein bisschen... Moment mal. Ein bisschen bekloppt aussieht, wollte ich gerade sagen. Sieht ja auch bekloppt aus. Der trifft sich quasi da oben. Gucken wir mal kurz von vorne, schmausen wir mal rein. Der würde hier ein Stück in die Breite gehen. Müsste noch ein Stück höher. Nee, der müsste gar nicht ein Stück höher, ne? Der müsste nur ein Stück nach hinten. So hier. Huch. So. Und der müsste dann dafür... So ganz leicht nur nach unten. Alt-O, Grab of Z. Macht das so Sinn? So hier. Dann könnten wir den noch nehmen, Grab of Z. Ist jetzt hier ein bisschen kompliziert, muss ich sagen.
So, ja, schon eher. Die eine Ecke gefällt mir noch nicht so ganz. Ohne bitte. Ich schalte hier unten immer mit Alt-O auf Proportional Editing um. Ne? Also quasi, wenn ich einen Vertex bewege, das nochmal dazu gesagt, kommt hier so ein Kreis und der Kreis bestimmt, inwieweit was anderes mit beeinflusst wird. Wenn der nur ganz klein ist, dann natürlich nur eine kleine Ecke. Und umso größer der wird, umso größer halt auch der Radius. Macht Sinn, ne? Nur nochmal just saying. Damit ihr auch was gelernt habt, wenigstens in der Folge, wo hier nur so Schwachsinn geboren wird. Oh Jesus. So. Das wäre jetzt das. Ich weiß noch nicht, vielleicht sieht mir das auch zu organisch aus. Huch. So, das wäre jetzt quasi hier die Mitte, ne? Das wäre jetzt so, dann würde der da dran gehen, der hier und der hier. Ja, ich weiß, ich habe hier einen ausgelassen, aber aus gutem Grund. So, deswegen abwarten. So, der müsste da zugehen. Dann haben wir nämlich da das ein bisschen abfallend hier. Sieht man, ich weiß nicht, ob man es auf YouTube jetzt auch noch sieht. Wahrscheinlich nicht. Apropos wahrscheinlich nicht, habe ich mir vorhin für die Lass bauen Serie habe ich mir wieder neue Musik ergaunert, würde ich fast sagen. Nee, natürlich nicht, sondern ganz legal erworben. Und das waren 2 Stunden 44 noch irgendwas. Davon dann das Ganze als Video mal rausgerendert. Testweise hatte ich auch mal ein Video damals drüber gemacht, wie man testen kann, ob Musik wirklich verwendbar ist oder nicht. Und davon hat sich herausgestellt, dass ich schon wieder eine Stunde davon nicht verwenden kann, weil einfach es nicht geht. Er sagt mir, ich hätte da übereinstimmende Inhalte von Drittanbietern drin. Dann geht das natürlich nicht zu verwenden. Naja gut, aber das sind halt die Sachen, das kann man dann testen, dann kann man gucken, inwieweit man das häufiger hat oder und so weiter. Er sagt halt auch genau, wer und was da Drittanbieter ist, so dass ich dann hinterher auch genau das in dem Fall separat raussondieren kann, die ganzen Sachen. Also sagen kann hier, nee, komm. Kann man direkt so lassen, wie es ist. Nehme ich nur die Songs raus und dann kann ich den Rest verwenden. Meistens sicherheitshalber nehme ich die dann raus, rendere es nochmal raus und lade es nochmal hoch, ohne die bereits also getaggten Songs. Einfach um sicher zu gehen. Würde ich sowieso jedem empfehlen, das so zu machen. Habe ich eigentlich ganz gut erfahren, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man stundenlang an einem Video sitzt, nicht dass ich hier stundenlang sitze, rendern halt, ne, aber jetzt wirklich mal stundenlang dran sitzt und dann ja, funktioniert irgendwas nicht. So, weil halt YouTube sagt, nee, geht nicht. So, selbst wenn es nur so Drittanbieter irgendwas ist, aber muss ja nicht sein. So, ich habe jetzt hier gerade mit Minkreese die ganze Sache mal ein bisschen geschärft an der Stelle. Ich glaube, dass mir das noch nicht so ganz reicht. Ich will das noch ein bisschen schärfer haben. Dann ziehe ich das einfach mal runter. So. Dann brauche ich. Wie mache ich denn das jetzt am geschicktesten? So hier wahrscheinlich. Ich brauche nicht viel davon. Nur ein bisschen. Nur so ein bisschen hoch. Das müsste eigentlich so gehen. Machen wir das so. Es geht eigentlich nur darum gerade. Hallo? Kann ich da mal durchgucken, bitte? Danke. Dankeschön. Oh Gott. Ja, bei zu viel dumm Geschwätz kommt direkt die Strafe. Nee, sondern es geht nur darum, dass ich hier direkt die Kante habe für die Dreidimensionalität sozusagen. Daher, dass das Ganze aber ein bisschen gebogen ist und so weiter, ist es halt ein bisschen kompliziert, das so in die Wege zu leiten.
Da muss man manchmal ein bisschen friemeln, ein bisschen ausprobieren und das Ganze mal ein bisschen schieben und hier und dies und jenes. Aber meist funktioniert das dann. So, da will ich eine schöne Kante haben. Ich hoffe, das funktioniert so. Mal kurz ausprobieren, wie das aussieht. Oh, das ist ja eigentlich auch ganz nice. So, das wird ein großer Spaß, das Ganze dann hinterher wieder zusammenzufügen. Ich weiß noch nicht, ob mir das hier oben mit der Kante so gefällt, dass die so scharf ist. Machen das nochmal so und nochmal so. Müsste ja jetzt schon weg sein, ne? Ja. Dann nehme ich die nochmal raus. Die soll Vertices. Könnte man eigentlich auch so lassen. Also gut, jetzt habe ich das ja so. Ich muss es mir nochmal richtig angucken. Sorry, aber ich will es ja auch schön haben, dass es mir gefällt. Dass es nicht nur so plump aussieht. Also ich meine, ich habe es jetzt eh ein bisschen gerader als normal. Da ich das jetzt hier nochmal so mache und dieser Schwung wahrscheinlich nicht mehr so drin ist. Aber das muss nicht immer schlecht sein. Und so sieht es auf jeden Fall wesentlich sauberer aus. Finde ich. Jo, so denke ich mal, kann man das lassen. Übrigens mal speichern, by the way. Save as. Was hat denn der da eigentlich noch so angezeigt? Ist da was neu? Nö. Alles wie immer. So, musste ich mal kurz gucken. Jetzt geht es darum, das Ganze hier zu verbinden. Das wird jetzt, glaube ich, das auf Deutsch gesagt beschissenste. Weil... Und so. Haut das noch so hin? Na, ne. Schweinerei. So, Moment. Ich muss das hier, sorry, aber ich muss das jetzt hier gerade mal noch so ein bisschen irgendwie, glaube ich, muss mal hier aus der orthografischen raus. Sonst kriege ich noch eine Krise hier mit allem. So, wir ziehen das mal kurz runter. Haben den dann da drauf. Das ist die obere Spur. Ich auch mal ein Stück höher ziehen können, so just for fun. Und die Spur haben wir so. Dann haben wir hier so halbwegs diese organische Falte drin sozusagen. Die organische Falte des Todes. Wir könnten es jetzt relativ einfach machen. Hallo? War das, indem wir es einfach so machen und dann das Ganze einfach so zumachen. Sportlich und attraktiv schließt sich der Kreis, aber ich weiß nicht, ob ich das so haben will. Ich glaube nicht. Tell me. Ich glaube, wenn ich hier das subdivide, dann kriege ich eine Krise mit dem mit der restlichen Anzeige, also hier Dingens und so, weil ich das dann aus der Form ruppe, wenn ich das hier nicht sachgemäß platziere. Aus der Form ruppen will ich es ja nicht, ich will ja gerade die Rundung der Kugel erhalten. Aber es ist halt zu nah dran hier oben, da kriege ich sofort, und ich könnte das raussmoothen, aber dann rutscht halt wieder nach unten. Aber ich meine, was tut man nicht alles? Machen wir das mal so, mal gucken, wie das aussieht. Wir haben halt immer die Kante drin, das ist ein bisschen doof, ne?